Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer Predigt der Kirche des ewigen Gottes und möchte zu Anfang folgende Frage an Sie richten. War Jesus Christus wirklich tot, als er am Kreuz starb? War er für 3 Tage und für 3 Nächte tot im Grab, als er selbst, wie er selbst gesagt hat, wie wir noch sehen werden? Oder war er nicht wirklich tot? War vielleicht nur sein Körper tot, sein Leib und seine unsterbliche Seele hat dann den Körper verlassen und ging woanders hin, vielleicht in den Himmel, ins Paradies, vielleicht zu den Geistern in der Unterwelt, um denen zu predigen. Wie verhält es sich damit? Nun, einige sagen, Christus war nicht wirklich tot. Er hat weitergelebt. Seine unsterbliche Seele hat weitergelebt nach seinem Tode. Und wenn das der Fall wäre, meine Damen und Herren, dann hätten Sie und ich keinen Erlöser. Denn die Tatsache, dass Jesus Christus im Fleisch kam und für uns starb und wirklich tot war und 3 Nächte und 3 Tage tot im Grab lag, ist erforderlich dafür, dass Sie und ich einen Erlöser haben. Schauen wir uns einmal an, was Petrus uns sagt in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. In Apostelgeschichte 2 und in den Versen 29 bis 32. Er sagt, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihn Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen, und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Nun, zurückkehren zu Vers 31, hören wir uns an, wie es im originalen Griechischen heißt und wie das auch in einigen anderen Bibelübersetzungen so wiedergegeben wird. Da heißt es nämlich, er hat es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, seine Seele ist nicht dem Tod überlassen und sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Jesus gab seine Seele in den Tod, wie wir an anderen Stellen lesen. Er starb. Die Idee einer unsterblichen Seele findet sich nirgendwo in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament. Jesus Christus, die Seele, der physische Mensch, starb. Aber wenn das so ist, dann stellen wir uns folgende Frage. Was hat Christus gemeint, als er zu dem Übeltäter, zu dem Verbrecher am Kreuz, kurz vor seinem Tode, etwas sagte über das Paradies? Schauen wir uns einmal diese Stelle an. In Lukas Kapitel 23 angefangen, in Vers 32, um den Zusammenhang zu sehen. Lukas Kapitel 23 und angefangen in Vers 32. Da heißt es, es wurden aber auch andere hingeführt, 2 Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Vers 38, es war aber auch über ihm eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Nun, der Parallelbericht in den anderen Evangelien sagt uns, dass ursprünglich beide Übeltäter so geredet haben. Ursprünglich haben beide Übeltäter Christus am Kreuz verspottet. Aber dann hat sich eine Änderung ergeben und diese Änderung wird jetzt hier in Vers 40 erwähnt. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Wir sehen hier eine
Reue, die mitspielt, von diesem Übeltäter. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Und dann heißt es in Vers 42, und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Hier wird sein Glaube deutlich an Christus und daran, dass er in sein Reich kommen würde. Vers 43, und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann lesen wir weiter. In Vers 46, und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und im Parallelbericht heißt es, gab er seine Seele in den Tod. Also Christus starb. Aber wie kann er dann noch heute, noch am selben Tag, noch bevor die Sonne unterging, denn nach dem hebräischen Kalender begannen und endeten die Tage, ja, wie soll er heute noch das tun, mit Sonnenuntergang. Wie kann er dann heute noch mit dem Übeltäter im Paradies gewesen sein? Nun schauen wir uns zunächst einmal an, was das Wort Paradies bedeutet. Das Wort leitet sich von dem griechischen Paradeisos ab. Paradeisos, und es bedeutet wörtlich Park oder Garten. Im Neuen Testament kommt das Paradies in nur wenigen Stellen vor. Hier in dem Lukas-Evangelium ist es eine Stelle. Und dann finden wir es noch in zwei weiteren Stellen. Schauen wir uns zunächst einmal 2. Korinther an. 2. Korinther, Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12, und ich lese die Verse 1 bis 4. 2. Korinther, Kapitel 12, und die Verse 1 bis 4. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. In dieser Stelle spricht Paulus von einem Menschen, höchstwahrscheinlich von ihm selbst, der in einer Vision den Thron Gottes im dritten Himmel sah. Und dies wird mit einer Entrückung in das Paradies gleichgesetzt. Deutlich wird hier also gesagt, dass im Zeitpunkt der Vision des Paulus das Paradies im dritten Himmel war oder ist. Schauen Sie, die Bibel unterscheidet zwischen dem Himmel, den wir heute sehen können, wo es also zum Beispiel die Vögel gibt, die durch die Atmosphäre der Erde fliegen, oder die Flugzeuge. Und dann gibt es den zweiten Himmel, das Universum, die Galaxien, Milchstraße und so weiter, all die vielen Sonnen und Sterne. Und dann gibt es einen dritten Himmel, und das ist der Himmel, wo Gott wohnt. Dies ist ein geistiger Himmel, kein physischer Himmel, den kann man mit seinen physischen Augen nicht sehen. Aber die Bibel schreibt deutlich, dass es einen diesen Himmel gibt. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Aber schauen Sie, dieser Himmel wird mit dem Paradies in Verbindung gesetzt. Aha, sagen einige nun, das zeigt ja dann, dass wenn Christus zu dem Schächer am Kreuz, dem Übeltäter, sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, dass beide noch am gleichen Tage in diesen dritten Himmel gegangen sind. Oder? Nun schauen wir uns eine weitere Stelle an in Offenbarung Kapitel 2, wo ebenfalls von dem Paradies die Rede ist. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 7. Offenbarung, Kapitel 2 und Vers 7. Da heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mit anderen Worten, es geht hier um ein Sendschreiben an 7 ursprüngliche Gemeinden in der Kirche. Aber es geht auch um eine Warnung, eine Lehre, eine Aussage, die sich auf die gesamte Kirche zu allen Zeiten bezieht. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist.
Er bezog sich hier nicht auf den damaligen Baum des Lebens zur Zeit von Adam und Eva, sondern er bezieht sich auf einen noch existierenden Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Nun, wie wir gesehen hatten, zur Zeit befindet sich das Paradies im Himmel. So befindet sich also auch dieser Baum des Lebens im Himmel. Und wie wir jetzt sehen werden, ist es auch dort, wo sich Gottes Thron befindet. In Offenbarung Kapitel 4 lesen wir angefangen in Vers 1. Offenbarung Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Vers 2. Und alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Hier findet sich etwas Ähnliches statt, was auch zur Zeit von Paulus geschehen ist. Hier wird Johannes im Geist in den Himmel gesetzt, sozusagen. Er hat also hier eine Vision, und auch er könnte sagen, ob das jetzt im Leibe geschieht, außerhalb des Leibes geschieht. Ich weiß es nicht, Gott weiß es, weil diese Vision so total plastisch ist, so realistisch. Und so wird also auch Johannes hier im Geist in den Himmel versetzt, wo der Thron Gottes ist, wo der Baum des Lebens ist, wo das Paradies ist. Und nun lesen wir, wie es weitergeht in Vers 5, da heißt es: Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Mit anderen Worten, hier wird von sehr machtvollen Geistwesen gesprochen, Engeln, die werden hier die sieben Geister Gottes genannt, die befinden sich vor dem Thron Gottes im Himmel. In Kapitel 8 lesen wir Vers 3, Offenbarung Kapitel 8 und Vers 3, denn nicht nur befindet sich im Himmel in einer geistigen Weise, wie gesagt, der Baum des Lebens, der Thron Gottes, sondern auch noch andere Dinge. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Alles dies findet ja im Himmel statt. Er trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Also hier wird ein goldener Altar beschrieben, der sich vor dem Thron Gottes befindet. Alles dies ist natürlich geistig. Im Buch Daniel, im Alten Testament, finden wir eine weitere interessante Stelle, die jetzt auch auf die Himmelfahrt Jesu Christi eingeht. Auf den Zeitpunkt, wenn Jesus Christus nach seiner Auferstehung vor Gott dem Vater erscheint, im Himmel. Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Und lesen wir angefangen Vers 9. Daniel Kapitel 7. Angefangen in Vers 9. Ich sah, und wieder hier sieht man, dass Daniel eine Vision hatte, in der er diese Dinge sieht. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Und sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder loderndes Feuer. Also auch hier wird Gott der Vater beschrieben, wie er auf seinem Thron im Himmel sitzt. Jetzt Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn. Hier wird Jesus Christus beschrieben, der Menschensohn, der ja, wie wir wissen, auf einer Wolke den Himmel fuhr. Der gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der, also Gott der Vater, gab ihm, dem Menschensohn Jesus Christus, Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Denken wir daran, was der Schächer am Kreuz, der Übeltäter am Kreuz, Christus sagte: Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann lesen wir in Vers 27 im gleichen Kapitel Daniel 7. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten
gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. So haben wir also gesehen, dass es bei der Diskussion des Stechers mit Christus darum ging, dass Christus an ihn denken sollte, wenn er in sein Reich kommen würde. Wir haben auch gesehen, dass das Paradies zurzeit im Himmel ist, dass sowohl Paulus als auch Johannes im Geist in den dritten Himmel versetzt wurden. Wir sahen, dass im dritten Himmel es einen Thron gibt, auf dem Gott der Vater sitzt. Und wir sahen auch, dass es einen Altar gibt, der sich vor dem Thron befindet und den Baum des Lebens. Kehren wir zur Offenbarung Kapitel 3 zurück und stellen wir fest, dass sich Dinge ändern werden in der Zukunft. Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 12. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 12. Denn was wir bislang noch nicht erwähnt haben, ist, dass es nicht nur diese geistigen Dinge gibt, von denen wir bislang gesprochen haben, sondern es gibt sogar auch dort eine Stadt, das himmlische Jerusalem, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Die Stadt, auf die zum Beispiel Abraham wartete, wie es im Hebräerbrief heißt. Nun lesen wir in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 12, was mit dieser Stadt geschehen wird. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Dieses himmlische Jerusalem wird letztendlich aus dem Himmel, dem dritten Himmel, auf diese Erde kommen. Und dies wird anschaulich beschrieben in Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung Kapitel 21. Und lesen wir einmal ein paar Verse hier, angefangen in Vers 1. Offenbarung Kapitel 21, angefangen in Vers 1. Da heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles dies geschieht nach, was die Bibel das Millennium nennt, das tausendjährige Reich, wenn Christus und seine Heiligen, Sie und ich potenziell, wenn wir uns dafür qualifizieren, mit ihm hier auf Erden herrschen werden. Und es geschieht sogar auch noch nach dem großen weißen Throngericht, was auch in der Offenbarung erwähnt wird, in Offenbarung 20, angefangen in Vers 11. Alles dies ist bereits vergangen, wenn hier in Offenbarung Kapitel 21 jetzt die Geschehnisse beschrieben werden, die wir jetzt lesen. Ich sah einen neuen Himmel, heißt es hier, eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Also das, was Christus in Offenbarung 3 bereits erwähnt hatte. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Vers 5. Und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Vers 7. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Also wir sehen nun, dass nach dem großen weißen Throngericht, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird, das himmlische Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde herniederkommen wird. Und schauen wir uns nun an, was alles in dieser Stadt, diesem himmlischen Jerusalem, das dann auf der Erde sein wird, sein wird. Offenbarung Kapitel 22, angefangen in Vers 1. Offenbarung Kapitel 22,
angefangen in Vers 1. Da heißt es, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, aber das ist jetzt hier auf Erden. Wir sehen also, dass Gottes Thron dann hier auf Erden sein wird, in dem himmlischen Jerusalem, das herabgekommen ist aus dem Himmel. Vers 2. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, heißt es hier, aber das ist eine unglückliche Übersetzung. Ich habe zum Beispiel mir die Gute Nachricht angeschaut, das ist eine Übersetzung der Bibelgesellschaft der evangelischen Kirche. Die Elberfelder Bibel, die Padloch Bibel und auch die alte Luther Bibel. Die alle übersetzen einheitlich, dass es hier um den Baum, nicht Bäume, sondern den Baum des Lebens geht. Sodass es übersetzt heißen müsste, mitten auf dem Platz auf beiden Seiten des Stromes, der Baum des Lebens. Der 12-mal Früchte trägt, jeden Monat bringt er ihre Frucht. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Vers 3. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Es heißt hier, der Thron Gottes und des Lammes, weil ja das Lamm Jesus Christus gesagt hat, dass er sich auf den Thron des Vaters gesetzt hat. Zusammen, also auf seinem Thron sitzen beide. So, wir sehen also hier Folgendes. Wir sehen also hier, dass wenn das neue Jerusalem auf die Erde kommen wird, dass sich der Baum des Lebens in dieser Stadt befinden wird. Es ist richtig, zur Zeit befindet sich das neue Jerusalem und der Baum des Lebens und der Thron Gottes im dritten Himmel. Mit anderen Worten, das Paradies befindet sich im dritten Himmel. Aber die Zeit wird kommen, wo alles das hier auf die Erde gebracht werden wird. Wo mit anderen Worten das Paradies hier auf Erden sein wird. Zusammen mit dem Baum des Lebens, zusammen mit dem Thron Gottes. Es wird ein herrlicher, wunderbarer, riesiger Garten sein oder Park, in dem es, wie gesagt, den Baum des Lebens geben wird, einen Strom reinen Wassers und so weiter. Um deutlicher zu machen, was Christus, als er von dem Paradies zu dem Übeltäter am Kreuz sprach, gemeint hat, dass er hier einen Ort auf Erden gemeint hat, in dem letztendlich der Übeltäter mit Christus sein würde. Und er sprach nicht von dem Paradies im Himmel, denn wie ich ja bereits angedeutet habe und wie wir noch sehen werden, ist Christus ja gar nicht am gleichen Tag noch in den Himmel gefahren. Und da er nicht in den Himmel gefahren ist, konnte natürlich auch der Übeltäter am Kreuz nicht mit ihm im Paradies dann am gleichen Tag. Um also deutlich zu machen, dass es sich hier um einen Ort auf Erden handelt, möchte ich kurz aus dem Lexikon von Rienecker vorlesen. Rienecker Lexikon zur Bibel, der sich hier auf das Paradies bezieht und Folgendes schreibt. Paradies ist ein Lehnwort aus dem Altpersischen, wo Paridezo, eine Umwallung, dann auch das Umwallte, den Park oder Garten bezeichnet. In dieser Bedeutung ging Paradies in das Hebräische, Pardes, Aramäische, Pardea, Griechische, Paradeisos und auch Lateinische, Paradisus ein. Die LXX oder wie man die auch bezeichnet, die Septuaginta, mit anderen Worten die griechische Übersetzung der hebräischen Schriften. Die übersetzte das hebräische Gottesgarten der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 2 oder Garten Eden mit Paradeisos. Das hebräische Judentum hat zur Bezeichnung des Gottesgartens einen alten Ausdruck Garten oder Garten Eden beibehalten, sprich nicht ausdrücklich vom Paradies. Wenn daher im hebräischen Alten Testament das Wort Paradies nicht vorkommt, so heißt das nicht, dass ihm auch die Sache fremd wäre. Der Garten oder Garten Eden oder auch Gottesgarten werden erwähnt. Seine Fruchtbarkeit ist unbeschreiblich, ebenso sein Reichtum an Gewächsen und Tieren. Hier lebte der Mensch vor dem Sündenfall in der Gemeinschaft mit Gott
und in göttlicher Offenheit voreinander. Die alttestamentlichen Propheten übertragen die Vorstellungen aus der Urzeit in die Endzeit. Die Beschreibung in der Endzeit ist den Vorstellungen des Gottesgartens entnommen. Vom endzeitlichen Paradies spricht Offenbarung 2 und Vers 7 in der Gestalt des himmlischen Jerusalems wird es als neue Erde die Überwinder aufnehmen. Diese werden vom Baum des Lebens gespeist und am Lebenswasser getränkt werden. Die alte Schlange wird vernichtet sein und Leid, Tränen und Tod sind zu Ende. Das Herrlichste jedoch ist die Gemeinschaft mit Gott, in die der Gerechte dann kommen wird. Zitat Ende. Also wir sehen auch hier, dass Rienecker davon ausgeht, dass dieser Gottesgarten, dieses Paradies, auch in der Endzeit letztendlich, wenn alles geschehen ist, was geschehen muss vorher, hier auf Erden sein wird. Lassen Sie mich kurz einmal auf ein paar Stellen eingehen, die den Gottesgarten oder den Garten Eden im Alten Testament beschreiben und zeigen, wie dieser Begriff gebraucht wird. Denn er wird sehr wohl nicht nur rein plastisch gebraucht, sondern auch im Vergleich zu anderen Situationen. Zunächst einmal lesen wir in 1. Mose Kapitel 2 und in Vers 8. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 8. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das Wort Eden hat die Bedeutung von Freude. Der Mensch wurde also in diesen Garten gesetzt, doch dann, als er sündigte, wurde er aus diesem Garten vertrieben. Die Cherubim, also sehr machtvolle Geistwesen, bewachten den Eingang zum Garten, der dann während der Sintflut vernichtet wurde. Der Mensch, der gesündigt hatte, hatte jetzt zunächst einmal keinen Zugang zu diesem Garten. Wir finden auch eine interessante Stelle im Neuen Testament, ich will kurz darauf eingehen, in Offenbarung, wo auch wiederum gezeigt wird, dass der Sünder, der sich weigert, seine Sünde zu bereuen, der wird nicht in diesem zukünftigen Garten sein. Da heißt es nämlich hier in Vers 8 von Offenbarung 21, nachdem Gott hier diesen neuen Garten, das neue Jerusalem, beschrieben hat: Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Es geht hier um die Vernichtung von Sündern, die sich weigern zu bereuen. Und es heißt dann auch später noch im Neuen Testament, wenn Sie alles dies zusammen lesen, dass im Neuen Testament oder vielmehr im Neuen Jerusalem niemand sein wird, der sich weigert zu bereuen. Also der Eingang der Menschen, die dann allerdings zu Geistwesen geworden sind, im Reich Gottes sein werden, die also teilhaben werden an der Familie Gottes, diejenigen, die werden im Reich Gottes, die werden also im neuen Jerusalem sein, aber diejenigen, die sich weigern, ihre Sünde zu bereuen, den Opfer, Tod Jesu Christi für sich anzunehmen, die werden nicht dort sein, wie auch im Alten Testament, wie wir gesehen hatten, Adam und Eva zunächst einmal aus dem physischen Paradies entfernt werden mussten, weil sie gesündigt hatten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Adam und Eva jetzt keine Gelegenheit mehr haben würden, ihre Sünde zu bereuen. Das wird höchstwahrscheinlich in der zweiten Auferstehung geschehen, im großen weißen Throngericht, wenn alle die bislang noch keine Gelegenheit hatten, wirklich zu verstehen und zu begreifen, was Gott für uns getan hat, was es bedeutet, Gottes Lebensweg zu gehen, die werden ihre Gelegenheit noch erhalten. Aber kehren wir jetzt zurück zum Buch Hesekiel. Denn hier wird auch wiederum von dem Garten Eden oder man möchte sagen von dem Paradies gesprochen. Hesekiel Kapitel 28. Da wird zunächst einmal in Vers 1 und Vers 2 von dem Fürsten zu Tyros gesprochen, einem Menschen, einem Gewaltherrscher. Und seine Zukunft wird hier offenbart.
Aber dann springt es über sozusagen in Vers 11 und Vers 12 auf den König von Tyros. Also nicht mehr dem Fürsten von Tyros, einem menschlichen Gewaltherrscher, sondern jetzt wird von dem eigentlichen Herrscher gesprochen, der hinter dem Fürsten von Tyros stand, nämlich dem König von Tyros. Wie wir sehen werden, kein anderer als Satan, der allerdings damals noch nicht Satan hieß. Wie wir ja auch in der Offenbarung sehen werden, dass es Satan sein wird, die alte Schlange, der Drache, der seine Macht dem zukünftigen Tier geben wird, einem militärischen Herrscher, der noch auftreten wird in Europa und der sehr viel großes Unheil anrichten wird. Und hier lesen wir jetzt über diesen Fürsten von Tyros zunächst, aber dann von dem König von Tyros. Und lesen wir Hesekiel 28 in Vers 12. Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyros und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit, über die Maßen schön. Also hier ist nicht von einem Menschen die Rede. Vers 13. In Eden warst du im Garten Gottes. Also er war im Paradies. Und geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Es heißt dann zu Ende des Verses, Vers 13, das war am Tag, als du geschaffen wurdest, da wurden sie bereitet. Also dieses Wesen wurde erschaffen. Dieses Wesen hat nicht für alle Zeit und Ewigkeit existiert, wie Gott, der Vater und Jesus Christus seit aller Ewigkeit existiert haben. Die sind nicht erschaffen worden, aber hier dieses Wesen wurde erschaffen. Und dann heißt es in Vers 14, hier wird noch näher darauf eingegangen, wer dieses Wesen ist. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, also ein Engelwesen. Und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Alles dies bezieht sich auf die Situation im Himmel. Schauen Sie, es wird hier von diesem Garten Eden, dem Paradies, gesprochen, im Himmel. Und dieses Engelwesen, dieser Cherub, der war im Himmel vor Gott, vor Gottes Thron. Und hier wird sogar auch von einem heiligen Berg gesprochen, den es auch im Himmel gibt. Schauen Sie, alles das oder vieles das, was hier auf Erden geschieht, ist ja nur ein Abglanz, ein Abbild von dem, was in der geistigen Welt, in der Geistwelt existiert. Und so wird hier also davon gesprochen, dass dieser Cherub auf dem heiligen Berg war. Vers 15. Und du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Und da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Hier wird von diesem Wesen gesprochen, der auch mit dem Namen Luzifer, der Morgenstern, bekannt wurde. Und er wurde dann zu Satan, weil er versuchte, Gott von seinem Thron zu verdrängen, die Herrschaft Gottes über das Universum anzunehmen. Und so lesen wir, dass dieser Luzifer sündigte. Und er wurde dann aus dem Himmel gestoßen auf diese Erde. Wir lesen das auch in einer anderen Stelle, in Jesaja Kapitel 14. Jesaja Kapitel 14, da wird es auch noch deutlicher, dass Luzifer, dieses Engelwesen, versuchte, Gott von seinem Thron zu stürzen. In Jesaja Kapitel 14, die Verse 12 und 13. Jesaja Kapitel 14, die Verse 12 und 13, da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Mit anderen Worten, Luzifer, die lateinische Bezeichnung von Morgenstern. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes, die Engel Gottes, erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Hier wird ein Berg der Versammlung angesprochen, ein Berg, den auch Paulus im Hebräerbrief beschreibt. Ein geistlicher Berg, ein geistiger Berg, der im dritten Himmel ist, im Paradies. Und dann heißt es aber, dass natürlich sein Bestreben, wie es hier in Vers 16 heißt, ich will auffahren über die hohen Wolken. Es ging also nicht nur um diesen physischen Himmel, es ging um den dritten Himmel, in den er eindringen wollte. Und ich will gleich sein dem Allerhöchsten.
Und das hat natürlich dann nicht funktioniert und Satan wurde dann mit seinen Engeln, die ihm bei diesem Aufstand folgten, auf die Erde zurückgeworfen. Und so lesen wir auch im Buch der Offenbarung, dass ein Drittel aller Engel mit Satan zurückgeworfen wurden auf die Erde und die wurden dann zu Dämonen. Und so lesen wir an anderen Stellen, dass es Engel gab, die sündigten, die also der Sünde Satans oder vielmehr Luzifers folgten und dann ebenfalls zu Dämonen wurden. Aber worauf es mir hier geht, ist auch anzudeuten, dass hier dieser Luzifer im Paradies war, im Garten Eden, aber im Himmel, nicht auf Erden. Später war er allerdings auch hier auf Erden. Wie wir ja wissen, kam er ja, als Adam und Eva im Garten Eden waren, um sie zu verführen, um sie zu versuchen. Und er hat ja dann auch Eva versucht, die dann gesündigt hat und Adam ist dann Evas schlechtem Beispiel gefolgt und hat ebenfalls gesündigt. Doch wie wir gesehen haben, wird alles dies auf die Erde kommen, zusammen mit dem himmlischen Jerusalem. Das Paradies wird auf die Erde kommen. Wie das ein physischer Abglanz war im Alten Testament, als Gott einen Garten hier auf Erden schuf. Aber alles das in der Zukunft wird natürlich geistig sein. Das himmlische Jerusalem ist ja eine Stadt, die aus Geist besteht. Man kann nicht davon ausgehen, dass die jetzt dann physisch wird, sondern es wird eine geistige Stadt sein. Zu dem Zeitpunkt wird es ja gar keine Menschen mehr geben, keine physischen Menschen. Es ist ja nach dem Millennium, nach dem großen weißen Throngericht, wenn es keinen Tod mehr geben wird, wenn alle Menschen, die sich dazu qualifiziert haben, zu Geistwesen verwandelt worden sind. Kehren wir zu 1. Mose Kapitel 13 zurück. Und sehen wir, wie Gott in verschiedenen Stellen den Ausdruck von Garten Eden oder Paradies in vergleichender Weise anwendet, um zu beschreiben, wie schön und wie herrlich dieser Garten war, in den Adam und Eva gesetzt wurden, und wie noch weitaus schön und herrlicher dieser geistige Garten ist, der auf diese Erde kommen wird. 1. Mose 13, Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Also hier eine vergleichende Ausdrucksweise, um die Herrlichkeit dieses Landes zu beschreiben, das Lot hier sich ansah. Auch in Jesaja Kapitel 51, Jesaja Kapitel 51, lesen wir Vers 3. Jesaja 51 und Vers 3. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Zunächst eine physische Vorerfüllung, die sich auf das Millennium bezieht, auf das große weiße Throngericht möglicherweise. Aber dann natürlich auch eine geistliche Enderfüllung, die sich auf das neue Jerusalem bezieht, auf den Garten Eden, das Paradies, das dann in der herrlichen Formation auf diese Erde kommen wird. Schauen wir uns auch Hesekiel Kapitel 31 an. Hesekiel Kapitel 31 und Vers 9. Hesekiel Kapitel 31 und Vers 9. Ich hatte ihn, und er spricht hier von dem Pharao, aber auch wiederum in vergleichender Beziehung, ich hatte ihn so schön gemacht mit seinen vielen Ästen, dass ihn alle Bäume von Eden im Garten Gottes beneideten. Das ist natürlich hier symbolisch zu sehen, aber es zeigt eben wiederum die Herrlichkeit, die hier beschrieben wird. Vers 16, da heißt es, ich erschreckte die Völker, als sie ihn fallen hörten, da ich ihn hinunterstieß zu den Toten. Möglicherweise ist vielleicht hier auch in symbolischer Weise wiederum Satan beschrieben, Luzifer, der in solcher herrlichen Weise erschaffen wurde, aber der dann sündigte. Und das heißt, zu denen, die in die Grube gefahren sind, hier geht es natürlich wiederum um den Menschen, denn Satan ist ja unsterblich, er kann ja nicht sterben, aber sein Schicksal wird hier beschrieben.
Das Schicksal, dass er nicht mehr in der Lage sein wird, die Menschen zu verführen, wie das auch das Buch der Offenbarung sagt. Und dann heißt es, damit trösteten sich unter der Erde alle Bäume von Eden, die edelsten und die besten vom Libanon, alle, die am Wasser gestanden hatten. Also hier auch wiederum wird der Vergleich dargestellt. Vers 18, wem bist du gleich, Pharao, mit deiner Pracht und Herrlichkeit unter den Bäumen von Eden? Und du musst mit den Bäumen von Eden unter die Erde hinabfahren und unter den Unbeschnittenen liegen, die mit dem Schwert erschlagen sind. So soll es dem Pharao gehen mit seinem stolzen Volk, spricht Gott der Herr. Aber auch hier wiederum zeigt sich in symbolischer Weise zunächst einmal die große Herrlichkeit, die große Pracht, die der Pharao hatte, die die Menschen hatten, die aber gleichwohl vergehen. Aber dann gibt es natürlich auch etwas, was Bestand hat. In Hesekiel Kapitel 36 wird ein weiterer Vergleich angeführt, wo der Garten Eden, das Paradies, in symbolischer Weise beschrieben wird. Hesekiel 36 und Vers 35. Und man wird sagen, dies Land war verheert und jetzt ist es wie der Garten Eden. Und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen und stehen nun fest, gebaut und sind bewohnt. Also auch hier wiederum ein Vergleich, der sich wiederum auf den Garten Eden, das Paradies, bezieht. Und schließlich auch noch Joel und Kapitel 2. Aber auch da wiederum möchte ich darauf hinweisen, dass sich alle diese Stellen auf etwas beziehen, was hier auf Erden geschehen ist, geschehen wird. Joel Kapitel 2 und Vers 3. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. Das ist eine Beschreibung einer Zeit, die noch kommen wird, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, wenn die gesamte Erde in einem solchen desolaten Zustand sein wird, in einem solch schrecklichen Zustand, dass Jesus sagt, dass wenn er nicht zurückkommen würde, um den Wahnsinn der Menschen, die sich dabei sind, gegeneinander zu vernichten, wenn er den nicht verkürzen würde, abschaffen würde, dann würde überhaupt kein Mensch gerettet werden. Aber auch hier wird hier ein Vergleich gezogen zwischen dem, was einmal war, dem, was kommen wird. Und dann denken wir aber daran, dass in der Zukunft das Paradies oder der Garten Eden auf diese Erde kommen wird, aber diesmal vom Himmel auf diese Erde. Die Erde wird wieder in einen Zustand versetzt werden, wie der Garten Eden gewesen ist. Natürlich war der Garten Eden physisch damals, zur Zeit von Adam und Eva. Und schauen Sie, dies ist das Paradies oder der Garten Eden, in das der Übeltäter gelangen würde. Und zwar hier auf Erden. Nicht im Himmel, hier auf Erden. Aber wie kann ich das behaupten? Wie kann ich das behaupten? Denn einige sagen ja, der Übeltäter sei mit Jesus Christus im Zeitpunkt ihres Todes, am gleichen Tag noch, ins Paradies eingegangen. In den Himmel. Denn wie wir ja gesehen haben, ist zurzeit das Paradies im dritten Himmel. Aber wie kann das richtig sein? Wie kann das richtig sein? Nun, zunächst einmal schauen wir uns noch einmal die Formulierung des Dialogs an, zurückkehrend jetzt zu Lukas 23, und sehen wir den Zusammenhang. Ich habe das schon ein paar Mal andeutend erwähnt. In Lukas 23 und Vers 42 heißt es, dass der Übeltäter zu Christus sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was meinte er damit? Bezog er sich auf den Zeitpunkt, zu dem Christen im Himmel das Reich empfangen werden, wie einige sagen? Nun, nebenbei bemerkt, nirgendwo steht in der Bibel geschrieben, dass Christen in den Himmel eingehen werden. Die Zukunft des Christen ist hier auf Erden. Der Einzige, der in den Himmel eingegangen ist, der einzige Mensch, der dann wieder in verherrlichten Zustand versetzt wurde, war Jesus Christus. Und er ist in den Himmel eingegangen, um, wie wir gerade gesehen hatten im Buch Daniel, das Reich Gottes zu erhalten von Gott dem Vater. War das die Frage, die der Übeltäter hatte? Bezog er sich auf diesen Zeitpunkt? Und fragte er Christus, dass er an ihn denken sollte, wenn er im Himmel das Reich Gottes erhielt? Oder bezog er sich auf einen anderen Zeitpunkt? Bezog er sich auf den Zeitpunkt, zu dem Christus hier auf Erden das Reich Gottes errichten würde. Schauen Sie, die Juden erwarteten ja den Messias, der kommen würde, um ihnen Freiheit von der Sklaverei zu gewähren.
Und zwar dadurch, dass er auf Erden von Jerusalem aus herrschen würde. Wir lesen im gleichen Kapitel, in Lukas 23, dass ja auch ein sehr frommer Ratsherr auf das Reich Gottes wartete. Er wartete darauf, dass der Messias das Reich Gottes auf Erden errichten würde. Und zwar lesen wir Kapitel 23, die Verse 50 und 51. Kapitel 23 von Lukas, die Verse 50 und 51. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, ein frommer Mann. Und er hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Der, wie so viele andere, warteten darauf, dass der Messias das Reich Gottes hier auf Erden errichten würde. Schauen Sie, Jesus war ja von ungläubigen Juden gekreuzigt worden, oder vielmehr, die hatten es veranlasst, weil sie seinen Anspruch, der König der Juden zu sein, ablehnten. Die wollten ursprünglich ihn zum König machen. Aber als sie erkannten, dass Christus nicht gekommen war, um damals bereits schon das Reich Gottes auf Erden zu errichten, da lehnten sie ihn als König ab. Und da haben sie ihn dann töten wollen. Christus hat ja auch in einer seiner Gleichnisse von den Juden als den Bürgern gesprochen, die nicht wollten, dass er über sie herrsche. Denn er kam nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Er kam nicht so, um damals bereits schon das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Wir denken ja auch daran, dass sogar die Apostel, nachdem Christus auferweckt worden war, als er ihnen vom Reich Gottes berichtete, da haben sie ihn gefragt, wirst du in dieser Zeit das Reich auf Erden aufrichten? Und Christus sagte ihnen, euch gebührt es nicht, Stunde oder Zeit zu wissen, aber eure Aufgabe ist es, wenn ihr den Heiligen Geist erhaltet, von diesen Dingen zu reden. Und ich werde dann mit euch zusammen bei euch sein, im Geist, bis zum Ende der Welt, bis zu dem Zeitpunkt, natürlich, wenn er kommen würde, um das Reich Gottes zu errichten. Und deshalb sprach auch der Übeltäter von dem Reich. Er wollte deutlich machen, dass er Christus als den König des Reiches anerkannte. Die Juden hatten ihn abgelehnt. Die hatten ihn gekreuzigt. Aber der Übeltäter wollte Christus sagen, ich verstehe, ich glaube, dass du der König bist, der Messias, des zukünftigen Reiches. So denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hatte erkannt auch, dass Christus durch sein Opfer Sündenvergebung bewirkte. Dass diese Sündenvergebung notwendig war. Und die dadurch nur erreicht werden konnte, dass er für die Sünden der Menschen starb. Und er hatte auch erkannt, dass er aufgrund dieser Sündenvergebung, der Tatsache, dass die Strafe für seine Verbrechen, der Tod, gesühnt würde durch das Opfer Jesu Christi, dass er erneut würde leben können. Es ging dem Übeltäter nicht darum, mit Christus in den Himmel zu fahren. Die Idee, dass die Toten in den Himmel kommen, die hatten die Juden ohnehin nicht. Sondern es ging ihm darum, dass Christus seiner gedenken würde, wenn er in sein Reich kommen würde. Nun, ich möchte ein paar andere Bibelstellen hier aufführen, um zu zeigen, dass das viel deutlicher noch übersetzt werden kann, wie dies einige Übersetzungen auch tun. Zum Beispiel schreibt die Patloch-Bibel wie folgt, wenn sie Lukas 23 und Vers 42 wiedergibt. Die schreiben, Jesus, gedenke meiner, wenn du kommst in deinem Reich. Mit anderen Worten, wenn du kommst, um dein Reich auf Erden zu errichten. Die Zürcher Bibel schreibt, Jesus, gedenke meiner, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst. Die Gute Nachricht, also die Übersetzung der evangelischen Kirche, die schreibt, denke an mich, Jesus, wenn du König bist. Eine englische Bibel, die Moffat-Übersetzung, schreibt, wenn du kommst, um zu regieren. Und die Jerusalem-Bibel hat folgende Anmerkung. Zunächst einmal schreiben die, wenn du in dein Reich kommst, das heißt, in deiner königlichen Macht oder um dein Reich zu errichten. Und dann schreiben die weiter, auch möglich, wenn du kommst mit deinem Reich, das heißt, in Besitz deines Reiches. Es ging hier also darum, dass der Übeltäter Jesus fragte, bitte gedenke an mich, wenn du als König auf diese Erde kommst, um das Reich Gottes zu errichten. Doch wenn dem so ist,
Wenn es also um die Errichtung der Königsherrschaft Christi hier auf Erden ging, wieso dann Christi Antwort in Lukas 23 und in Vers 43? Lesen wir sie noch einmal. Wo Christus sagte, und ich übersetze hier oder lese hier aus der Lutherbibel, der revidierten Lutherbibel, und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Fragen wir uns, noch einmal, ging Christus am Tage seines Todes, heute, ins Paradies ein, in den dritten Himmel? Einige meinen, ja. Doch was sagt die Bibel? Zunächst einmal schauen wir uns eine Erklärung der guten Nachricht an, die auch verstehen, dass hier ein Problem besteht, aber die wollen hier eine andere Erklärung geben. Die schreiben hier, nach Lukas 23, 43 verspricht Jesus dem Verbrecher am Kreuz, dass er heute mit ihm im Paradies sein werde. Diese Zeitangabe darf man kaum buchstäblich deuten. Jesus sagt ihm vielmehr zu, dass er bei ihm sein werde, wenn er König ist. Aber ist das der Fall? Hat Christus hier gelogen? Christus hat gesagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein, wenn ich auf die Übersetzung abstelle, die ich gerade gelesen habe. Dann muss man sie schon buchstäblich deuten. Kann man nicht einfach die Sache vom Tisch fegen, indem man sagt, ach, das war nicht so gemeint. Nun, die Bibel lehrt, dass Jesus Christus 3 Tage und 3 Nächte tot im Grabe sein würde. Es heißt sogar, dass dies das einzige Zeichen war, das er damals den Juden gab, dass er der Heiland war. In Matthäus Kapitel 12 und Vers 40 können Sie das nachher lesen, wo er sagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war, oder vielmehr im Bauch des Seeungeheuers war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein, im Grab. Tot, wie wir bereits schon gelesen hatten, tot. Nun, wie ich sagte, einige behaupten, dass der unsterbliche Teil Christi bewusst weitergelebt habe, während sein sterblicher Teil tot im Grabe lag, aber davon lehrt die Bibel keineswegs etwas. Es heißt, dass Christus tot war, nicht nur ein Teil Christi. Und schauen Sie, was Christus nach seiner Auferstehung, als er aus dem Grab herauskam, was er da Maria Magdalena sagte in Johannes Kapitel 20. Johannes Kapitel 20 und lesen wir angefangen in Vers 11. Johannes Kapitel 20 und angefangen in Vers 11. Maria Magdalena oder Maria von Magdala, Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Es ist scheinbar so, dass sie Jesus vielleicht nur von hinten sah oder nicht richtig auf ihn geblickt hat. Spricht Jesus zu ihr in Vers 15, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetan oder weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um. Mit anderen Worten, zunächst einmal hatte sie nicht richtig so Jesus gesehen. Aber jetzt, als er zu ihr diese Worte spricht, Maria, in der Weise, wie er sie spricht, da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Jetzt hat sie ihn erkannt. Spricht Jesus zu ihr, das ist jetzt wohlgemerkt nach der Auferstehung, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Selbst 3 Tage und 3 Nächte nach der Kreuzigung, nach der Grablegung, war Christus immer noch nicht zum Vater aufgefahren in den dritten Himmel, ins Paradies. Wie konnte also er dann mit dem Übeltäter noch am gleichen Tage seiner Kreuzigung in den Himmel, in den dritten Himmel, ins Paradies aufgefahren sein? Da besteht offensichtlich ein Widerspruch. Nun, der Widerspruch ist leicht zu erklären.
wenn wir uns anschauen, was Christus wirklich hier gesagt hat. Und wenn wir verstehen, dass die Übersetzungen der meisten deutschen Bibeln in diesem Fall durchweg verkehrt ist. Was nämlich Christus wirklich sagte, ist Folgendes in Lukas 23 und Vers 43. Zunächst einmal schauen wir uns dies noch einmal an, wie es die Lutherbibel bringt. Wahrlich, ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was Christus wirklich sagte, ist Folgendes. Wahrlich, ich sage dir, heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradies sein. Wie kann ich das behaupten? Nun, zunächst einmal deshalb, weil es eine total akzeptable Übersetzung aus dem Griechischen ist. Im Griechischen stehen nämlich keine Kommata, da stehen nämlich keine Doppelpunkte, da gibt es keine Interpunktion. Die wurde erst viel später in den griechischen Text und dann auch in die Übersetzungen eingeführt. Hören wir uns einmal an, was griechische Experten, die ja nun mit der griechischen Sprache des Neuen Testamentes vertraut sind, uns dazu sagen. Zunächst einmal zitiere ich aus der Companion Bible, wo es im Anhang unter Paragraph 173 wie folgt heißt. Die Deutung dieses Verses, also dieses Verses, den wir gerade gelesen haben in 43, hängt einzig und allein davon ab, wie die Interpunktion angewandt wird, die ganz und gar von menschlicher Interpretation abhängt. Da griechische Manuskripte bis zum 9. Jahrhundert ursprünglich keinerlei Interpunktion enthielten und dann auch nur einen Punkt in der Mitte der Linie, wodurch jedes Wort getrennt wurde. Die Lamsa-Bibel unterstützt dies und schreibt, die alten Texte hatten keine Interpunktion. Der Doppelpunkt kann also vor oder nach dem Wort heute stehen. Die Broadman Bible Commentary schreibt Folgendes. Es ist möglich, den Doppelpunkt nach dem Wort heute zu setzen. Wenn ich aus der Übersetzung Wort für Wort aus dem Griechischen vorlese, dann steht im Griechischen Folgendes. Wahrlich, ich sage dir, heute mit mir, du wirst sein im Paradies. Wahrlich, ich sage dir, heute mit mir, du wirst sein im Paradies. Man sieht also von der Struktur des Satzes, dass es total legitim ist, zu übersetzen, wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Christus sprach heute aus, also zu dem Zeitpunkt kurz vor seinem Tode, was in der Zukunft geschehen würde. Die Menge Bibel in einer Anmerkung erkennt dies auch an, übersetzt aber gleichwohl, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, weil sie natürlich nicht versteht, was mit dem Paradies gemeint ist und was Christus gemeint hat. Und die schreiben hier sogar noch folgende Anmerkung. Abzulehnen ist die Übersetzung, wahrlich, ich sage dir, schon heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Also die erkennen an, dass es möglich ist von der griechischen Struktur her, aber die lehnen es ab. Warum? Diese Übersetzung verkennt völlig, was mit dem Paradies gemeint ist, nämlich nicht das, was wir bislang in der Bibel gelesen haben. Deswegen habe ich all die Stellen vorgelesen, sondern die sagen, es ist der Ort, an dem die Gerechten der Vollendung des Reiches Gottes entgegenharren. Wo findet sich das in der Bibel? Christus harrte an einem unspezifischen Ort der Vollendung des Reiches entgegen, zusammen mit dem Übeltäter? Das ist natürlich völliger Unfug. Es ist auch deshalb Unfug, weil die Bibel nirgendwo lehrt, dass wir nach dem Tode weiterleben. Die Hoffnung unserer Zukunft liegt in der Auferstehung von den Toten. Nicht, dass die unsterbliche Seele irgendwo im Paradies weiterlebt oder in der Hölle oder im Limbo oder im Fegefeuer oder wo auch immer. Die Übersetzung eindeutig von dem Zusammenhang, alles dessen, was in der Bibel geschrieben steht, muss also lauten. Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn das Paradies auf der Erde sein wird.
zu dem Zeitpunkt, wenn das neue Jerusalem zusammen mit dem Thron Gottes, mit dem Baum des Lebens, mit dem Altar, mit alledem auf dieser Erde sein wird, die dann zu einem herrlichen, wunderbaren Paradies werden wird. Schauen Sie, Christus machte heute schon deutlich, heute im Hinblick auf sein Versprechen, dass er die Autorität hatte, dies zu sagen. Er war der zukünftige König. Er war derjenige, der Sünden vergibt. Er sah sich den Übeltäter an. Er wusste, und das ist das wunderbare Versprechen, was Christus hier gibt, dieser Übeltäter aufgrund seiner Haltung ihm gegenüber am Kreuz würde es schaffen, würde nicht in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Er würde im Paradies sein. Das war dieses Vertrauen, diese Überzeugung, die Christus hatte, sodass er dies bereits schon als eine Tatsache darstellen konnte. Was für eine wunderbare Erklärung, die Christus hier diesem Übeltäter gibt. Was für ein Versprechen. Du wirst mit mir im Paradies sein. Du wirst ein verherrlichtes Geisteswesen sein in der Zukunft. Du wirst es schaffen. Dieses Vertrauen hat Christus auch Ihnen und mir gegenüber heute, wenn er uns berufen hat zu seinem Lebensweg. Paulus sagt, ich bin davon überzeugt, dass wer in euch den Weg begonnen hat, der wird ihn auch zu Ende führen. Wir müssen natürlich willige Menschen sein, die diesem Ruf folgen. Aber Gott und Christus haben das Vertrauen in uns, dass wir es schaffen. Haben wir auch dieses Vertrauen in uns selbst. Denn das Versprechen, das Christus an diesen Übeltäter am Kreuz gab, das gibt er auch uns. Wir können mit ihm im Reich Gottes sein. Es liegt an uns, dem Ruf Christi zu folgen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Sendung, eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.